Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir mal anfangen, an der Stromversorgung etwas ranzuschrauben. Hier habe ich jetzt das Glas soweit, glaube ich, drin. Ich habe hier jetzt noch die Wand reingezogen. Hier noch ein bisschen Glas mit reingemischt, Türen eingebaut. Es fehlt nur noch das Dach. Ich glaube, hier habe ich das Dach schon drin. Genau. Aber wie gesagt, wir können das Ding ja erst richtig laufen lassen, wenn wir auch Strom produzieren. Und zwar nicht nur den Strom, was wir da mit Steam und hast du nicht gesehen, gemacht machen, sondern richtig Strom. Und ja, das heißt, wir werden hier anfangen, ein bisschen rumzubauen. Ist süß und klein. Ja, aber bestimmt kleine Augen aufs Maul. Genau, ich habe für mich schon überlegt, wie ich das jetzt insgesamt mache. Ich möchte so eine Art. Also das Gelände hier, was ich mir eigentlich mal ausgedacht habe, dass ich sage, von hier bis hier sind dann 2, 4, 5,5 Chunks, ist für Strom und geht 3 breit. Das habe ich jetzt für mich selber gestrichen. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie groß das der Bereich werden muss, wo ich Strom produziere. Ich habe schon für mich jetzt gesagt, okay, ich gehe hier mit der Straße hin und ich werde dann hier in diesem Chunk auf jeden Fall so eine Art kleine Eingang machen, wo man sozusagen der Fußweg dann ist zum Reingehen. Und kann sein, dass ich dann hinten nochmal was Größeres mache, also eine größere Straße, also sozusagen hier sowas da und dann irgendwann weiter hinten sowas da. Dass man halt sagen kann, okay, da kommen, das ist, kann man ja sagen, als Autostraße gedacht und das ist dann mehr der Fußweg oder beides oder whatever. Kann man sehen, wie man will. Aber auf jeden Fall ist so geplant. Das heißt, ich habe da drin, will ich ja aufbauen Steam, ich will aufbauen Combustion und. Das wird auf jeden Fall groß genug. So, dann habe ich mir auch gedacht, wie mache ich das am Anfang sowieso? Also ich möchte sozusagen ein kleines zentrales Gebäude am Anfang stehen haben. Das hätte ich mir jetzt irgendwie auch hier so vorgestellt, weil das scheißegal ist, ob das die Chunk-Grenze übertritt oder nicht. Und was will ich in diesem Gebäude machen? Ich möchte irgendwann in diesem Gebäude das so haben, dass ich da drin Monitore aufgestellt habe, die in die einzelnen Bereiche reingehen und mir sagen, wie viel Energie da drin ist. Also zum Beispiel, ich habe jetzt dann da einen Monitor, da steht jetzt dann dort LV. Kann man ja reinschreiben, der gesehen, mit Text. Kann ich sagen, LV Stromanzeige. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich möchte jetzt haben Battery Buffer Nummer 1, Battery Buffer Nummer 2, Battery Buffer Nummer 3, Bleistift. Und wie viel Strom ist drin? Also ich das sozusagen am Kommandostand sofort sehe. Ah, alles klar, so viel Strom ist da. Und mein LV-Bereich wird so aufgebaut, dass das auch der Strom ist, der alles andere starten kann. Also das heißt, ich habe dann immer irgendwo 64 Zellen an Fuel, an irgendwas. Das schütte ich rein. Der treibt das an und der geht dann irgendwann, wenn alles dann soweit auch aufgebaut ist, nur noch direkt rüber in die Raffinerie. Hier entsteht ja die Raffinerie dann. Und dann kann ich sagen, okay, die verarbeiten mir mein Öl oder whatever zu Fuel. Und dann gehe ich halt und mach weiter. Raffinerie wird oben oberirdisch sein, wird vielleicht auch unterirdisch sein, werde ich aber begrenzen auf diese 4 Chunks. Das heißt, genau daneben
also sozusagen spätestens diese vier Chunks, vielleicht sogar nur die da, also dass ich dann mich auf diese zwei begrenze oder auf diese drei, werde ich sehen, wird die Raffinerie entstehen. Weil da kommt ja rein Raffinerie für Biofuel, für Benzin, Diesel und hast du nicht gesehen. Dann kommt hier die Erzverarbeitung dann genau daneben. Und das Chemiewerk kommt dahinter. Weil ich brauche sowieso für die Erzverarbeitung ein bisschen Chemie. Weil man darf nicht vergessen, EBF gehört bei mir zur Erzverarbeitung mit dazu. Weil der ja auch die Ingots erstellt. Weil das ist ja das Ziel am Schluss, dass ich die ganzen Ingots habe. Und ja, dann ist das halt sozusagen mein kleines Ziel, dass man dahin kommt. Das ist jetzt aber auch das, was jetzt für mich schon in den nächsten Folgen passieren wird. Also da wollen wir jetzt ein bisschen, oder will ich jetzt ein bisschen einen Fokus drauf legen. So, und was ich jetzt hier gucken wollte, ich weiß auf jeden Fall, ich habe irgendwo, aber ich glaube, das war LV, eine Mauer, also beziehungsweise so ein Zaun gesehen. Ja, ich glaube, das ist der hier. Passive Defense, genau. Eine Hard Wall und ein Fence. Für eine Hard Wall brauche ich Stein, Gravel, Sand, Gravel und Clay. Okay. Schauen wir mal, ob wir alles haben. F9. Mal nur alles ausmachen. Ja, der kleine hier läuft auch. Der ist auch schon wieder fast voll. Dann habe ich, glaube ich, jetzt dann das fünfte Fass. Nein, sechste. Wahnsinn. Der dann Stein durchgebrannt hat und die Dinger sind schon wieder voll. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher, das Zeug zu verbraten. Ich habe schon für mich selber gesagt, ich muss auf jeden Fall dann auch was bauen, um das Creaser zu verarbeiten. Ja, wobei Lubrikant muss ich ja auch noch herstellen. So, dann gehen wir als erstes hin und sagen, dass du und du das da machen sollen. Hier bin ich gerade dabei, Elektro. Das habe ich im Nether, hat jetzt mal meiner mittlerweile ausgegraben. Das ist super, weil das Zeug werden wir jetzt dann gleich brauchen wie Sand am Meer. Weil das meine Hauptstromleitung wird. Meine LV-Leitung besteht ja aus dem da. Und meine HV-Leitung besteht dann aus Elektrotine. Das werden wir hoffentlich jetzt alles dann noch in der Folge sehen. So, jetzt haben wir hier 12. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche ein bisschen Silber. Können wir das vielleicht sogar schon mal anwerfen? Ja, das war's dann leider schon. Ich habe bis jetzt 3, ich brauche auf jeden Fall 4. So, dann habe ich hier Battery Alloy. Das habe ich mir auch schon mal ein wenig hergestellt, dass wir da dann auch anfangen können. Wie viel das ich schaffe, weiß ich noch nicht. Ich hab auch ein bisschen so im Kopf, dass vielleicht sogar das erste Gebäude ein etwas höheres Gebäude werden könnte. Das Problem ist nur, ich muss das halt auf kleinsten Raum bauen. Weil, was bringt mir das jetzt, wenn mich jetzt mal sich das hier anschaut? Weiß ich, wo die diese Blöcke bauen. Ich habe jetzt diesen Bereich zum Beispiel, um da was zu machen. Okay, dann gehe ich halt hier rein. Es wäre ja auch Schnuppe, ne? Aber, das ist halt trotzdem dann halt nur eineinhalb oder ein Chunk groß oder eineinhalb Viertel plus einen. Ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich hier überhaupt Clay? So, habe ich.
hätte ich mal gesagt, nehme ich dich mit und gehe mal zum Kompressor. Ah, da hinten hätte ich auch noch Clay. Schöne ist, hier hinten läuft seit Ewigkeiten und drei Tagen Cresort sozusagen durch die Distillery. Aber die frisst halt so viel Strom, dass meine Steam Engines, also dass ich das aus- und anschalten, zu oft machen muss. Und ich habe halt leider auch gemerkt, wenn jetzt zum Beispiel der Sifter läuft, der säuft mir halt richtig das Zeug weg, also den Strom weg. Und dann bleiben halt die irgendwann auf der Strecke liegen und das ist halt auch ein bisschen doof. So. Wie viel hat er denn? Ja, auf dem dritten warten wir jetzt auch noch. Sehr schön. Mal schon mal den. Muss ich dann gleich mal gucken. Bin eigentlich auch noch in anders herstellbar mit Wet Concrete und in Sealed Wood Frame Box. Den kann ich mir aber momentan ja nicht leisten, stimmt nicht, sondern ja. Dafür, ja, brauche ich halt wieder zu viel. Achso, ich brauche Gravel oben und unten. Kommst du dahin? Ich brauche dann nochmal 4 Gravel. Haben wir aber auch da. Muss ich jetzt nicht irgendwo hinrennen? Dass wir das alles da haben. Schön ist, ich glaube, das habe ich euch ja auch schon erzählt, ne, dass ich ja mir immer gleich von Anfang an überlegen will, wenn ich jetzt dann sozusagen, weil ich nehme ja meistens nur am Wochenende auf, weil ich dann meistens dann auch schon die Zeit habe, auch hier ein Stahlring und ein Iron Bar. Iron Bar. Drei Rods mit einem Dryer Circuit. Ich mach mal wieder das Verbotene. Aber ich bin mittlerweile der felsenfesten Überzeugung, dass das die Länge ziehen ist. Und da, ich laufe dahin. Ich laufe ja wirklich, ich renne ja nicht. Kann ich mir nicht leisten. Und brauchen wir mal Stahl. Nehmen wir mal 4 Stück. So, Batterie schon wieder rein? Ja. Brauche ich mal bitte den Ringgeist. Laut. So, machen wir dich mal schnell weg. Jawohl. Fans Tier 1. Das heißt, ich habe meine nächste Quest abgeschlossen. Ha. Was haben wir jetzt dann hier? Ah, okay, da könnte ich jetzt dann sozusagen die Turrets aufbauen. So, das heißt, ich baue jetzt erstmal wieder meine kleinen Steinblöcke. Die müssen eigentlich hier drin noch rumfliegen. Cobblestone Tiles. Nehme ich mal die Cobblestones noch mit. Bin mir fast sicher, dass ich die auch. Einen dahin. Eben, danke.
Und ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Da gehe ich da schon komplett runter. Das komplett. Ach, ich mach's komplett. So, F9 nochmal bitte drücken. Danke. Also wie gesagt, ich werde jetzt da mit dem ersten Gebäude anfangen, mir ein bisschen was überlegen, aber so schnell wie möglich natürlich auch auf den Part switchen, wo wir auch dann sozusagen den Strom erzeugen. Das andere Zeug kann ich mir dann immer wieder mal machen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Wobei sehe ich momentan nicht, gar nicht. Mm-mm. Also wenn man sieht, ne, das war mal der Berg. Wir sind jetzt schon mal hier. Also ich heiße, ich bin schon mal, glaube ich, 12 Blöcke runter. Komplett. Also das Plateau da hinten, wenn man es so sieht, ne, das wächst. Ich muss jetzt dann da noch ein bisschen runter. Dann wird die Straße hier hintergezogen und dann kommt er da als Lager dann hin. Momentan sehe ich es ja so, dass ich hier mit dem Lager anfangen will. Kann auch sein, dass ich jetzt dann demnächst mal hier anfange, das komplett runterzuziehen, wieder hochzuschrauben, dass man schon mal mit dem ersten Part anfangen kann, dass ihr mal die Dimensionen seht von den Dingen. Ich werde aber nach dem Schematik, was ich habe, das nicht 1:1 mehr nachbauen, weil ich schon andere Anforderungen für mein Lager habe. Aber ich vermute, die Dimensionen werden nicht kleiner deswegen. Mm-mm. So. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Bereich. Habe ich hier meine Hardened Wall. Ich könnte ich jetzt wieder abbauen. Ich bin jetzt nur gerade beim ganz großen Überlegen. Ob ich das so lasse. Oder ob ich den einen tiefer baue. Ich glaube, das mache ich so. Machen wir dich mal weg. Hüpf hier rein. Kann ich auch noch wegmachen, da komme ich auch wieder raus. Den da baue ich nur hier. Ja, geben wir dem Hammer. Gott. Jetzt ist Maria und Josef. Wie auf sie denn klopfen. Hat ein bisschen Festigkeit. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal, ja, genau, verbau dich mal. Sind ja keine schönen Steine zum Abbauen. So, und dann bauen wir es dich dann gleich so auf. Und hab dich dann definitiv drunter. Das schaut besser aus, finde ich. Ja, die meisten Industriegebäude will ich irgendwann so ausschauen lassen. Also, da wisst ihr dann, was noch an Stahl drauf gehen wird. Aber wenn ich verrückt bin, dann richtig. Halbe Sachen gibt's nicht. Genau. Haben wir schon mal die ersten 9. Ja, wie gesagt, wie es genau da drin ausschauen wird mit dem Gebäude, ja, das wird sich zeigen. Kann auch sein, dass ich das irgendwann komplett anders mache, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich habe dann irgendwo eine große Zentrale, wo man mehr sieht.
Aber erstmal mache ich so. Oder vielleicht mache ich es, lasse ich das dann doch. Mache ich vielleicht. Ja, aber das Problem ist halt, wenn ich mir jetzt alleine überlege. Ja, genau. Ich kann euch das schon mal einigermaßen zeigen, was ich da vorhabe. Geh mal rein. Mal wieder drauf. Muss noch genügend Steine abbauen. Aber ich bin auf dem letzten Weg. Ich bin, also wie es eigentlich ausschauen soll. Wenn ich jetzt einen kleinen Motor baue, dann wäre das jetzt, man muss jetzt dann die, genau, man macht jetzt mal das da als Motor. Würde sozusagen so ausschauen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal 8 Motoren. So, dann habe ich jetzt dann hier eine Leitung und ich habe hier eine Leitung. So. Rohr. Muss ja irgendwo das Benzin rein. Das heißt, hier kommt dann sozusagen ein kleiner Tank hin. Ihr müsst euch nur eins höher denken. Oder sogar zwei höher. Ne, ein höher. Auch nicht an der Position. Aber wurscht. So, dann habe ich ein Stromkabel. Das Stromkabel machen wir jetzt mal aus dem da. Das läuft hier entlang. Dann die Maschinen kommen wieder da drauf. Dann haben wir hier auch ein Stromkabel. Ja, das geht dann bis hierhin. Genau. So, und das heißt, ich habe dann hier 4 und hier 4 und dann gehen hier 8 rein. Und diese 8 kommen hier raus und gehen dann hier. Also das ist eigentlich ein falscher Block, aber ich will jetzt nicht schon wieder was umschlüsseln oder sonst was, nur zum Zeigen. Und das hier ist ein Battery Buffer. Das heißt, die Motoren gehen alle 8 in den Battery Buffer, genauso wie hier. Also das heißt 11V Battery Buffer. Dann haben wir hier einen mache jetzt mal den da, das ist hier sozusagen ein Transformator oder ein zum Hochschrauben auf MV. Und das heißt, hier habe ich dann einen Battery Buffer in MV und der geht dann sozusagen mit dem Strom nach unten. Der verbindet sich dann nicht, sondern der geht nach unten und unten drunter. Also in diesem Bereich, wo ich immer diese Erde rein habe mit 5, da wird dann sozusagen, aber da muss ich halt auch erstmal das nötige Kleingeld haben. Das heißt, besseren EWF und so weiter und so fort. Der dann mir ermöglicht, dass ich dann einen HV-Battery-Buffer nochmal drunter setze. Aber wie gesagt, das Kabel stellen wir schon mal her, weil das ist HV, was ich da herstelle gerade. Oder jetzt bald herstelle. Wie gesagt, das Problem ist, was ich halt jetzt gerade habe, ist, ich bin gerade beim massiven Überlegen. Baue ich jetzt eine Firmenzentrale hin oder baue ich keine hin? Oder sage ich nein, ich mache Monitoring immer irgendwie über den Raum. Das ist halt auch eine Idee gerade. Vor allem, da brauche ich nicht auch immer die ganze Zeit diese Erweiterungen für das Teil, was ja auch noch, wie gesagt, irgendwann ist es scheißegal. Aber wie gesagt, ja. Eigentlich müsste ich das hier abreißen. Das mit Erde auffüllen. Und dann bin ich hier im Chunk drin.
Problem ist nur, ich bin schon mal hier alleine weit draußen. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, ne? Also ich möchte hier auf jeden Fall einen Gang haben. Dann habe ich gesagt, dann habe ich Block, dann habe ich Kabel, dann habe ich Block. Habe ich wieder einen Gang, das wird heißen, hier würde die Wand hinkommen. Mal zwei hoch. So, okay, dann brauche ich natürlich nach hinten einen, weil das ist ja sozusagen, wo dann der kleine Tank drin wohnt, wo das Benzin drin ist. Ja, das habe ich ja auch gesagt, was sehr wichtig ist. Dann haben wir die ganzen Dinge viermal. Dann haben wir hier nochmal einen Battery Buffer. Und wir haben nochmal den. Dann möchte ich hier sozusagen Zweiergang haben. Oder ein Einergang. Reicht mir ein Einergang. Und dann hier die Mauer. Heißt, hier kommt dann definitiv die Wand hin. Und dasselbe auch hier. So, und dann bin ich jetzt, wie groß bin ich jetzt? 2, 4, 5. Das heißt, ich komme hier rein. Komme hier rein und habe hier meinen Motor drin. Dann hätte ich gesagt, wie groß bist jetzt du bis zum Chunk-Ende? 1, 2, 3 und das sind 6. Auch 5. Ich jetzt das mache, aufmache und 3 habe ich einen, dann hätte ich nur noch 2 bis zur Chunk-Grenze. Ja, aber das Gebäude soll nicht so ewig groß werden, weil wenn ich mir da die ganze Zeit vorstelle, dass ich da wird für mich heißen, wir haben jetzt dann hier nochmal Platz und machen dasselbe nochmal mit 3. War ja klar, dass ich jetzt den wieder brauche. Auch hin. So, dann heißt es jetzt für mich, ich hab dann hier zwei Motoren drin. 2, 4, 6, 8, 9. Heißt, hier kommt dann da. Nö, hier kommt da hin. Da 4, da 4. So, kommen wir jetzt dann hier rein und habe hier die Draufsicht auf zwei meiner Motoren LV. Da kann ich mir jetzt nämlich immer schön überlegen, pro Raum, wo baue ich den zweiten, also wie baue ich den zweiten auf. Das Problem ist jetzt nur gerade, wenn ich das so mache, jetzt hier Zweiergang. Vergiss 2, 4, 6, 7. 3, 4, 6. Ja, ich habe nur noch 6. Das heißt, ich kann das nicht mal richtig reinschieben. Das ist sogar 9. Also ich kriege in einen Chunk nicht mal. Nicht mal die Motoren rein. So, wenn ich jetzt dich, jetzt muss ich mir das gerade mal vorstellen, ich drehe dich, also das heißt, ja, okay, aber 9er Breite bei einer 15er Länge, Tiefe, Länge und Breite, das ist ja sowieso scheißegal. Oder Tiefe. Weil, wie gesagt, ich muss ja auf jeden Fall hier hochkommen. Ich muss ja die Rohre verlegen. Wie gesagt, irgendwann werden dann die Rohre dann immer nur zu diesen kleinen Tanks verlegt.
Und einer davon ist auf jeden, muss auf jeden Fall so aufgebaut sein, dass ich den halt von außen machen kann und ich vor allem auch immer diese Möglichkeit habe, den von außen zu befüttern. Und auch dann diese, aber auch auf Vorrat halt. Also Nacht, ich kann wieder schlafen. Also, das heißt jetzt für mich, ich könnte sozusagen, wenn ich jetzt diese vier mehr hätte, könnte ich sogar drei Motoren reinbauen. Das ist nur gerade die große Überlegung für mich. Heißt für mich, ich lasse hier frei und baue. Und baue hier wirklich erstmal gar nichts hin. Lass mal Brachland. Kann ich ja mit Erde füllen oder was hast du? Gucken mit was? Ich komme schon wieder Kumpels. Seid froh, dass ich noch nicht eine nächste Devise schon am Laufen habe. Alter Crossbow steht bei mir nämlich auch schon auf dem Zettel. Aber auf jeden Fall Kraftwerk überlegen. Also wie gesagt, einmal sollte man sich vernünftig überlegen, bin ich der Meinung. Nicht tausendmal anfangen. Bin ja auch gerade beim Überlegen, glaube ich, habe ich auch schon irgendwann in der Folge gesagt, ich baue lauter kleine Gebäude. Das ist halt auch gerade das, was ich überlege. Baue ich ein größeres Gebäude, wo ich lauter Motoren reinbaue? Oder gehe ich hin und sage, okay, ich habe jetzt da so ein kleines, so einen kleinen Raum. Also die werden sehr viereckig werden. Da werde ich auch nicht viel rumdesignen, weil das sind Funktionsgebäude. Wow. Macht keinen Sinn, da nicht noch was Großes vorzustellen. Ja, wobei, nee, das hat stimmt. Das muss ich auch weitermachen. Das ist auch richtig. Meine Futterbox. Das heißt jetzt dann für mich, ich habe jetzt dann hier auf jeden Fall, ja, ich brauche schon. Das heißt jetzt für mich, ich habe jetzt hier meinen Bereich, wo es an die Wand hinkommt. Genau. Ich. Guck mal, die nächsten Steine. Ja, wenn man halt ab partout nicht rennen will. Ich müsste mich mal zwingen, dass ich das bessere Essen mache. Wo dann sozusagen beide Leisten voll sind, wo man dann ein bisschen mehr machen kann. Aber ja, da ich ja das mit euch zusammen machen möchte, vor allem wenn es Sachen sind, die ich mir noch nicht gemacht haben, dann ja. Muss man halt erstmal Prioritäten setzen. Und für mich ist jetzt halt Priorität, erstmal die Gebäude zu bauen und zu planen, die mich jetzt erstmal weiterbringen.
Third Layers. Okay. Könnte eine Wette aufstellen, dass mir die Steine nicht reichen. Gewonnen! Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir leider das ist so eine Angewohnheitsphase. Ich laufe lieber dreimal mittlerweile, als dass ich irgendeinen Schrott einstecken habe. Weil das bringt mich auch nicht weiter. Und der ist auch voll. Wahnsinn. Und ja, du hast auch noch genügend drin. Oh oh, wir gehen hier bald die Steine aus. Das ist ein riesen Nachteil, wenn man die ganze Zeit diese Steine verbrennen muss, weil man das Cresort loswerden muss, damit diese Öfen arbeiten, weil ich brauche diese Kohle mittlerweile, weil die da drin gut funktionieren. Nur wie gesagt, wenn man halt nichts nachproduziert oder beziehungsweise halt die ganze Zeit Cresort hat, die Tanks voll machen. Ja, das Einzige, was ich jetzt eigentlich demnächst mal machen müsste, ich müsste einen Supertank bauen, der einfach das Zeug aufnimmt. Weil das ist eigentlich, finde ich, die einzigste Möglichkeit zu sagen, okay. Wir haben überhaupt eine Chance, was zu machen. So, das heißt, das ist jetzt mein Bereich, wo ich jetzt die Motoren wirklich sauber aufbauen kann. So, den Innenbereich mache ich auf jeden Fall aus Stein. Da ich jetzt keinen Bock habe, mehr die ganze Zeit hin und her zu latschen. Und ich von diesen Fässchen fast keine habe. Nehme ich eins mit. Und dadurch, dass die Draw ja so praktisch sind, dass man die schön ins Inventar kriegt, könnte ich die sogar da drüben hinstellen, jedes Mal dahin gehen, klicken und ich habe es trotzdem im Inventar. Das ist ja das, was mich bei Java nervt. Mittlerweile. Früher hat mich das nicht genervt, aber mittlerweile finde ich das System von den Drawern besser. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall den Boden und ich hätte gesagt, ich nehme mal dieses Large Ornate Stone Bricks. Hört sich ganz gut an. Aber ich will nicht immer den Einheitsbreiboden nehmen. Werde ich jetzt nicht brauchen. Dann jagen wir mal da durch. Könnte reichen. So. Also wie gesagt, ich werde dann auf jeden Fall, auch wenn ich kleine Gebäude mache, das wird jetzt dann ein riesen Komplex, der dann immer mehr zusammen und auch erweitert wird. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass das irgendwann nicht mehr bin ich da, dass es irgendwann zugeht, dass das heißt von hier bis hier und dann drei Chunks, sondern es kann auch sein, dass ich sage, okay, dieser Bereich hier und vielleicht noch dieser Bereich hier, das wird dann verschmolzen, vielleicht wird dann die Wand noch verlegt,
Oder das wird kleiner gemacht, dafür ist dann hier ein Weg drin und dann geht es zum Beispiel auch hier als Eltern rum, weil ich mir sage, okay, da kommt da hinten ein Atomkraftwerk. Das wird sich alles schön brav irgendwann für mich rauskristallisieren. Aber ich brauche momentan noch nicht von Atomkraft träumen. Andere, denen Albträume kriegen, aber es ist Minecraft. Und ich hätte gesagt, ich mache die großen Steine. Aber wie gesagt, man darf halt nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Ich baue da erst was rein, sobald da ein Dach drauf ist. Keine Sekunde Error. Und das ist ja auch das, was ich jetzt dann gerade beim Überlegen bin. Was ich halt auch machen könnte, ist, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Könnt ihr mit Stockwerken arbeiten? Sozusagen, ich habe da mein Benzin, Diesel, whatever, Fuel. Gehe hier rein, komm hier rein, gehe in den Motor rein, also in den Block hier rein. Was ich immer als Big Block dann bezeichne. Der erzeugt mir Energie. So. Und dann könnte ich ja sagen, okay, dann gehst du jetzt nochmal eine Ebene weiter drüber und machst dasselbe nochmal. Das wäre halt auch eine Idee. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, weil, wie gesagt, das Kabel, das liegt alles auf dem Boden. Unterirdisch brauche ich eigentlich nichts. Wie gesagt, es ist das Einzige, was ich halt brauche, ist ein Transformator, der das mir irgendwann zu HV macht. Und natürlich die Überlegung, wo ich das so mache. Das heißt ja für mich, nein, das soll's nicht mit deinem einmal weg. Okay. Ja, kein Zombie. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich komme jetzt dann hier mit dem Öl hoch, aber dann habe ich hier meine Motoren. Das, was ich jetzt gerade sozusagen habe, dann brauche ich ja hier in der Mitte auf jeden Fall ein Stromkabel. Brauche ich. Komm hier mit 4, ich komme hier mit 4, hätte ich 8. Ich könnte natürlich auch den Motor, also ich könnte einen Very Big Block draus machen. Oder Big Block XXL, indem dass ich das Ding 8 groß mache und ich halt 16er Kabel reinziehe, aber nee, weil es bringt mir nichts. Außer, dass diese Dinger da riesig sind. Oder lang. So, das heißt jetzt für mich, ich hätte jetzt dann hier. Mal das bitte. Dann hätte ich ja hier jetzt sozusagen meinen Battery Buffer. Ja, dasselbe Spiel haben wir ja dann auch. So, dann hätte ich ja hier dann sozusagen meinen Transformator. Komme ich hier mit dem nächsten Battery Buffer raus. Das wäre ein MV Battery Buffer. Könnte jetzt natürlich dann auch sagen, okay, dann komme ich von oben, gehe von oben in den MV rein. Und dann macht es halt erst Sinn, so richtig dann, wie gesagt, dann wäre ja hier der nächste Transformator, der wo dann in HV geht, in den Boden, wäre dann das Teil für HV, also der HV Battery Buffer. Könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, dann mache ich das 2 breit,
Oder ich gehe hin und sage, okay, ich habe doch zwei breit, lass mal. Und wir machen das jetzt so. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Es geht nicht anders. Genau, das war super. Genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Ah, doch. Mein Drum-Skills noch nicht alle verlernt. Genau, das heißt jetzt dann, ich habe das dann hier. Das wäre hier. Das wäre hier. Ja, und dann wäre hier hinten sozusagen wieder der Tank. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir mal jetzt schnell noch mit dem Gebäude ein bisschen weiter. Jetzt ist halt nur die gerade, für mich die Special-Frage, wie mache ich es? Eigentlich bräuchte ich hier ein bisschen Licht. Aber das ist auch wieder dieses Eck und ich mag eigentlich so, wenn Ecken so ausschauen. Hätte ich gesagt, mauere ich hier zu, mauere ich hier auch zu. Nein, ich möchte, das Gebäude muss ein bisschen höher werden. Das heißt, es kommt auf jeden Fall nochmal. Ebene drauf. Kommt hier ein Fenster rein, dass es einfach nur ein bisschen hell ist. Auch wenn ich nicht viel sehe, aber ist egal. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir als nächstes hier auch eine Wand. Mal bitte. Cobblestone, ich brauche Stone, das ist das Ass, muss ich hier rumstehen, danke. Hätte ich gesagt, dann bleibe ich genau, wo der Motor ist, auch offen. Das heißt, hier kommt ein Fenster auch rein. Dann ist das auf jeden Fall auch bis hierhin zu. Dann bleibe ich hier auch offen. Und dann, ja, und täglich grüßt das Murmeltier oder Wiederholungstag, kann man sich jetzt aussuchen. Okay, dann da noch zu mauern und da noch zu mauern. Haben wir hier wieder. Nee. Das ist so, ne? Mit zwei offen. Nee, nee, passt schon. Das ist dann wirklich hier offen. Okay, das haben wir schon mal. Also das halbe Gebäude ist schon mal fertig. So, jetzt ist für mich nur die Frage von der Breite her. Mache ich jetzt hier einen hin und setze dann hier einen und hier einen. Hab dann da hinten aber keinen Platz mehr. Das ist schon mal, das ist schon mal ein No-Go. Dann hätte ich das bitte auch gerne so. Jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minus 3 ist 5. Ist natürlich scheiße, wenn du es durch 2 teilen musst. Das heißt für mich hier hinten. Dass diese Wand reingezogen wird. Weil, dann nehme ich aber jetzt einen Hammer. Das ist ja Blödsinn.
Das heißt ja für mich dann, ich habe auf jeden Fall dann die. Habe ich wenigstens ein bisschen wieder meine Symmetrie drin. Wie gesagt, und mein Gang. Ja. Stopp. Ich mache dann auch Einzelgebäude draus. Das heißt, das verändert sich jetzt gerade. Und dann mache ich hier die Tür rein. Hab hier eine Tür drin. Kann hier reinlaufen und sehe sozusagen hier. Das wird mein reines LV-Haus. Mein Problem ist jetzt nur, ich kann das nicht 1:1 wiederholen. Also in der Breite. Das heißt, ich hätte jetzt hier einen Chunk, wo ich nicht mein komplettes Potenzial ausführen könnte, das auf MV zu machen. Das heißt, ich mache das jetzt auf jeden Fall so, weil ich es ja da ausführen könnte, dass ich sage, okay, das wird LV. Alter, das wird alleine schon viel Strom produzieren. Nur LV. Dann denkt mal MV, HV. Und dann kommen die großen Motoren. Und die baue ich dahin. Weil die kann ich anders aufbauen. Weil das sind, glaube ich, 3x2 oder 3x3 oder 3x4. Und kann aber unten die Anschlüsse machen, was ich hier nicht kann. Da kann ich unten keine Anschlüsse hinbauen. So, das heißt, ich habe dann hier auch wirklich ein bisschen Platz und habe hier ein bisschen Platz. Hier habe ich dann keinen Platz mehr. So. Kinder. Das Gebäude kann ich halt immer erweitern. Ich kann es eventuell auch so machen, dass ich sage, okay, wir machen das ganz anders. Wir gehen hin und ja. Wir machen hier LV und hier MV. Kann ich ja auch machen. Also ich werde erstmal nur diese Seite hier bestücken. Das ist, glaube ich, auch ja. Genügend Material, was dann draufgegangen ist. Und ich merke schon, ich bin Fan von Glas. Aber noch nicht gemerkt, wie anstrengend das ist, das Glas zu produzieren. Aber so, diese Wand muss ich eigentlich komplett zukleistern. Da kann ich keine Fenster reinmachen. Das heißt, du kommst dahin, dahin. 2. Dahin. Ich nehme ja schon nicht jeden Block, aber ich habe trotzdem schon wieder so viele Steine im Inventar. Das ist ja nervig. Gesagt, das wird jetzt baulich kein Meisterwerk, das ist halt wirklich ein Funktionsgebäude. Aber muss man auch mal bauen. Hier gehe ich einen Kasten. Wie gesagt, bin auch noch gerade beim Überlegen, ob ich das vielleicht hier als LV mache und oben drüber MV. Da könnte man natürlich das ganz anders machen, ne? Dass man sagt, okay, man hat oben MV oder irgendwann drehe ich es auch um, wenn ich genügend habe, dass ich sage, okay, zuerst mache ich hier LV, oben MV und dann sage, okay, wenn ich jetzt genügend MV-Maschinen habe, ich bereise die LV-Maschinen ab, tue die nach oben, weil dann bräuchte ich sozusagen den Scheiß hier nicht, dann könnte ich hier das ein bisschen anders bauen,
Ja, wobei das Kabel muss ja auch runter. Nee, passt schon. Ist egal. Der verwirrte kleine Mann war wieder da. Der verwirrte Mann ist da. Reicht. Einzige, was ich gerade überlege, ist, ob ich das Dach so gestaffelt mache, dass ich so hoch gehe, wie habe ich das nicht auch schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Dass man sagt, okay, man geht jetzt da drei hoch, drei Blöcke, geht man wieder ein bisschen runter, dann geht man wieder hoch, dann geht man wieder runter, dann geht man wieder hoch, dann geht man wieder runter. Denn jetzt könnte ich das machen? Ein Maßband habe ich noch nicht, ne? Das sollte auch mal auf meine To-Do-Liste. So, das sind 2, 4, 6, 7. Dann sind das schon mal 14, 15, 16. 16. Wären es 18. 18 durch 3 würde gehen. Ach, meine Devise müssten das 6 sein. Heißt, ich habe 6 Stück. Hochgehen, runtergehen, hochgehen, runtergehen. Ja, muss man jetzt gerade anders denken, weil, ja, will ich oben drauf was bauen. Und ich bin der Meinung, ja. Das heißt, ich kann auf 4 Chunks eigentlich alles so weit bauen, wie ich es brauche. Also, 4 Chunks, 2 Chunks. Das heißt, ich gehe hier hinten dann entlang und habe dann hinten HV. Oder auch unten MV und drüber HV. Na, dass ich sage, okay, ich habe hier LV, MV, MV, HV. Dann wissen wir auch definitiv, was das Hauptstromargument ist. MV. Die werden dann richtig Strom produzieren. Da kann man dann Heidi Dewitzka sagen. Ah, wenn man sich jetzt Battery, das heißt, wir haben, da kommen ja keine 9er hin, sondern da kommen ja 16er hin. Das ist das kleine Ding, was dann passieren wird. Das heißt, ich habe hier €1,6 Millionen. Alleine mit dem? Oh, Reihe. Die gehen dann in die Small rein. Oder in die Medium. Die sind 400.000 EU. 24. Sind dann 6,4 Millionen EU. Die wohl noch dazukommen. Und irgendwann gehen die in die HV rein. Ja, da haben wir dann 16. Ja, einfach viel Energie. Und das pro Block. Public Block. So, okay, das heißt jetzt aber für mich noch schnell, ich muss jetzt hier noch auf jeden Fall noch so einen kleinen Weg dahin basteln. Da kommt auch weg. Halt weg. Ich weiß noch nicht, ob ich da so eine Art Parkplätze hinbaue. Aber das ist am Anfang erstmal als Nuppe. Wie gesagt, wenn ich jetzt das dann nochmal entlang ziehe, hat es auf jeden Fall auch längere Dimensionen. Schaut es dann nicht so einseitig aus. Und ich muss jetzt das Wichtigste machen. Ja, das Allerwichtigste. Ich nehme da mal ein Stack raus. Oder am besten 2. Kann er sich freuen. Kann er wieder wegen Stein nachproduzieren.
Weil wir die ganze Zeit Dampf verballert haben. Das ist ja auch das, ne? Das, darum will ich ja auch von dem Dampf erstmal weg. Weil der Dampf ist halt leider sehr nervig. Da kann man auch nicht mal sagen, okay, ich kann das erstmal ignorieren. Nein, weil die Kohle wird ja trotzdem verbrannt. Oder in dem Fall sogar die Coca-Cola. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck. Müsste ich hier irgendwie die Maschinen die ganze Zeit aus- und anschalten. Und dann verbraucht der halt auch Energie wie nochmal was. Nicht Energie, Dampf. Kohle. Doch, Energie. Energie stimmt schon. Ein bisschen anders gedacht. So. Gehe ich jetzt mal hin. Ich habe ja noch ein bisschen Quarzit. Wir brauchen ja fast kein Glas. Wenn ich jetzt, ja, ich muss wollen. Egal, ob ich will oder nicht. Also mein Stromproblem ist, also dass ich gleich wieder die ganze Zeit zu viel Strom habe, ist gleich vorbei. Man sieht gerade was rennen. Genau. So, das heißt jetzt, wir haben die Half-Slabs. Da werde ich jetzt mal wirklich beide Stacks durchjatzen lassen. Die, wo ich da habe, den auch. Das heißt, wir werden das dann als Decke reinbauen. Das ist dann sozusagen erstmal die provisorische Decke, bis wir dann irgendwann den zweiten Stock bauen. Muss man dann noch überlegen, wo ich den Aufzug reinbaue. Weil Treppe, weiß ich nicht, außer ich baue den Treppe außen dran. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also ich sage, okay, bei diesem Doppelweg, wo wir dann haben, komme ich einmal mit der Treppe oben an und gehe da raus. Und dann kommt oben drüber dieses dreigeschwungene Dach. Dass man wenigstens da ein bisschen uns von einem Klotz abheben. Das ja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, bereite ich das nämlich vor. Und ist schon wieder dunkel. Aber ich habe mein sozusagen das, was ich wollte. Wir haben ungefähr uns überlegt, wo wir hinmachen, wo der Zaun hinkommt. Was jetzt nach dem Zaun genau passiert, werden wir sehen. Könnt ihr mit Schüssel, könnte ich ja sozusagen so einen Asphalt hinmachen. Die Parkplätze dahin bauen. Oh, da kommt noch was entgegen. So, das war ein Treffer. Oder Killshot. Ja, schaut auf jeden Fall klein süß aus. Und wird erst richtig süß sein, wenn wir da was drin haben. Wie gesagt, da muss dann auch Tankloader rein. Und zwar zentral unten. Wird witzig. Okay, das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge, werden wir dann das Glas hoffentlich alles einsetzen. Wir werden dann das Zwischendach draufbauen und anfangen, die ersten Engines zu bauen und die Battery Buffer, dass wir mal wenigstens einen Bereich haben, der funktioniert. Ja, und dann werden wir gucken, ob dann noch alles kommt. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos von mir, die ihr auch schön gerade eingeblendet seht. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.